ihr seid nur G8, wir sind 6 Milliarden. Und wir kommen, um euch wegzujagen. An Profit interessiert nur an Menschen nicht. Also es geht darum, dass Wissen nicht irgendwas ist, was man bezahlen muss oder wofür man irgendwas tun muss, sondern es ist etwas, was frei verfügbar sein sollte und was an allen Menschen voraussetzungslos weitergegeben werden sollte. Die 3 Milliarden täglich für die Rüstung rausschmeißen, können sich halt kein Gewissen mehr leisten. Wir sind da gerade an einer Demo, welche protestiert gegen die Bildungspolitik der G8-Staaten. Das heißt im Klartext, wir protestieren dagegen, dass der Bildungsmarkt liberalisiert wird und dass Bildungseinrichtungen, Universitäten in Konzerne verwandelt werden, welche auf einem Bildungsmarkt agieren. Das hier werden wahrscheinlich größtenteils Schüler und Studenten sein, denen es darum geht, die Unabhängigkeit ihrer Bildungseinrichtungen zu bewahren und dafür zu sorgen, dass sich die Forschung ihre Ziele selber setzen kann und damit Wissenschaft unabhängig und vor allem nicht marktorientiert arbeiten. Wir sind 6 Milliarden. Und wir kommen, um euch wegzujagen. Ihr seid nur G8, wir sind 6 Milliarden. Und wir kommen, um euch wegzujagen. Also die Demo wurde organisiert und durchgeführt vom Bündnis für freie Bildung gegen Studiengebühren. Das ist ein Berliner Bündnis, in dem zum einen Studis sind, aber auch Gewerkschaftsvertreter, Vertreterinnen. Wir arbeiten zusammen, um eben also vor allem Studiengebühren in Berlin zu verhindern, aber auch um uns damit auseinanderzusetzen, was jetzt freie Bildung in Berlin sein kann. Ein Spiel, denn wer Aktienpakete von Exen hat, streitet Klimakatastrophen am besten ab. Dann gibt's ein Handshake zwischen Merkel und Bush. Und danach wird noch stärker vertuscht. Ich kann schon hören, wie sie sich schlapp lachen, weil sie fürs Treffen bei Rostock sogar Stadtkassen platt machen. Wir sind nur G8, wir sind 6 Milliarden. Und wir kommen, um euch wegzujagen. Ihr seid nur G8. Wir sind 6 Milliarden. Also Bildungsmärkte werden zunehmend privatisiert. Studierende werden mehr und mehr zu Kunden und Kundinnen ihrer Universitäten und sollen deswegen auch Studiengebühren zahlen. Dahinter steckt ein ganz anderes Konzept von Bildung. Da passen eben Studiengebühren sehr gut ins Bild, aber auch andere Umstrukturierungen, eben Bachelor und Master, Aussortierung von Leuten, die eben nicht ins System passen, Orientierung der Ausbildung am Arbeitsmarkt. Und das passiert eben nicht nur in Berlin, nicht nur in einzelnen Bundesländern, das passiert erstmal deutschlandweit, das passiert europaweit, das passiert international. Aktuell kämpfen die Studenten in Griechenland, dort gab es eine sehr, sehr breite Universitätsrevolte gegen eben Liberalisierungen an den Hochschulen. Es gibt Proteste der Lehrer in Oaxaca sowie der Schüler in Chile. Man sieht also, dass wir hier nicht alleine sind mit unserem Anliegen.